Ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich stehe jetzt mitten in meinem Beauty Room und werde euch heute mal rumführen in meinem Föhnbereich. Ich habe jetzt hier meine Chinchilla-Stelle. Da unten sind übrigens die Babys und ich wollte die euch kurz zeigen, weil ich weiß, dass voll viele sich gewünscht haben, dass man mal sieht, wie diese. Das ist Mami. Und die Babys sind da hinten. Total süß, die beiden. Die kommen so gut zurecht. Sie machen sich so, so gut. Schaut mal, die zwei Zwerge. meine Chinchillas sind alle so untergebracht. Die haben halt feste Ställe. Da haben die wieder Schmutz gemacht, wie immer. Ansonsten gehören die zu meiner Beauty Area dazu. Das sind halt wirklich meine Haustiere, meine Liebe, mein alles. Und wie gesagt, ihr befindet euch... Hi, Lilly. hier seht ihr mein Ringlicht, meine Softboxen. Und ich werde euch mal so ein bisschen rumführen, wie das jetzt so in meinem Zimmerchen aussieht. Wie gesagt, erwartet jetzt nichts, was übertrieben glamourös ist. Das ist es nicht. Wir fangen jetzt einfach mal an mit meiner Vanity. Hallo. Hier seht ihr praktisch komplett alles, was ich praktisch besitze, was an meinem Tisch steht. Mein kleines Handy ständig, und da schaue ich immer mein YouTube mit. Meine Softboxen, die blenden natürlich euch ein bisschen, das verstehe ich. Ich mache die jetzt auch mal aus, weil ich habe eigentlich genug Licht. Genau, so seht ihr es besser. Da habe ich, wie gesagt, meine Softboxen. Da oben sind, wie gesagt, Putzmaterialien, Storage. Und hier sind natürlich zwei Malmkommoden, nochmal darunter eine. Aber ich gehe jetzt mal Stück für Stück. Hier seht ihr praktisch meine ganzen Paletten. Also die sind praktisch sortiert. Meine Palettenkollektion verlinke ich euch mal oben. Da oben seht ihr praktisch die Pinsel. Dann hier meine Glosse. Meine ganzen Lippenstifte, Liquid Lipsticks, praktisch hier auch. Meine Lippenpencils. Und ich habe hier, das ist total geschickt, Leute, habe ich an meiner Chinchilla-Stelle, habe ich praktisch solche Wandregal-Fotorahmenhalterungen und so angebracht. Und die sind sowas von geschickt, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn ich jetzt, ich zeige euch jetzt mal unten die Schubladen, dann schiebe ich den Stuhl darüber, dann könnt ihr ein bisschen besser sehen. Hier zum Beispiel habe ich in der ersten Schublade komplett... meine Puder, Bronzer, meine ganzen Milani Blushes. Also, das ist jetzt wirklich exzessiv. Ich werde euch die mal einzeln vorstellen bzw. darauf eingehen. Jetzt geht es heute erstmal, dass ich euch zeige, wo ich filme und so weiter. Wie gesagt, das sind alles Brushes, Blushes und so Puder. Hier sind komplett Pigmente, Primer, Glitzer und da hinten sind nix Glitzer. Also, das ist alles sehr sortiert. Diese Boxen habe ich übrigens von IKEA. Und meine Glitzer-Primer und Eyeshadow-Primer von Essence sind auch super wichtig. Dieses Storage-Teil kostet, glaube ich, 30 Euro, kriegt ihr beim IKEA. Hier sind komplett Limited Editions teilweise, so Radiant, die Glow Edition, alles drin. Hier sind alles meine iHeart-Make-up, Highlighter und Blushes. Da sind praktisch noch meine Zoeva Liquid Blush, die sind auch so geil, die habe ich auch ewig nicht mehr benutzt. Dann hier noch so praktisch so Festival Collections, mein Jeffree Star Highlighter. Wie gesagt, ich gehe da mal einzeln mal mit euch so durch. Also ich habe wirklich a lot of stuff. Dann hier habe ich meine ganzen, ich sag mal, Single Eyeshadows. Das sind hier teilweise von Unique Sachen. Hier Kiko. Das sind alles NYX Eyeshadows. Richtig, richtig schöne Farben. Gelb. Da sind auch ein Duochromes gemischt. Hier drüben sind Highlighters. Und hier drüben sind alles Augenbrauenpomaden und natürlich, also hier zum Beispiel ist ja die neue Chocolate Lovers Eyebrow Pomade, die habe ich damals aus der LE gekauft, die ist übrigens ins permanente System gegangen. Dann da drüben noch die Cushion, die ist auch zum Beispiel richtig gut, die Cushion Eyeliner von Essence. Das wäre jetzt praktisch die vierte Schublade. Hier sind Lashes, Eyeshadow Shields, Kleber. Nochmal Ding und ein Honolulu Bronzer, den ich jetzt allerdings gerade nicht so oft benutze. Und hier unten, wie gesagt, sind nochmal so ein paar Pröbchen, noch so ein paar Sachen, die ich so ein bisschen für Special Sachen brauche. Dann, wenn ihr praktisch hier auf die Mitte schaut, das sind alles Sachen für Giveaways und praktisch meine Make-up-Täschchen. In der rechten Seite findet ihr praktisch Mascaras, meine ganzen Concealer, die wirklich alle aktuell sind, teilweise nicht gebraucht. Meine Mascaras werden wirklich rigoros ausgemistet. Also ich schmeiße auch wirklich welche weg, die mir gar nicht gefallen. Weil dafür habe ich einfach echt zu schlechte
Wimpern oder so. Also wie gesagt, das seht ihr so ganz verschiedenste Marken. Also Essence ist so mein Favorite. Und meine Concealer, Leute, ich muss euch sagen, das ist zum Beispiel ein ganz toller Concealer, den ich für Cut Creases benutze. Den habe ich jetzt eine Weile nicht benutzt. Den, da liebe ich des Todes, den Liquid Camouflage Concealer. Und natürlich mein absoluter Favorite, der Make-Up Revolution Conceal and Define. Mega, mega gute, mega, mega gute Sachen. Dann, ich finde die Sachen super toll, die hier alle zu drin sind. Und ihr könnt diese, das sind übrigens die Kinder, hier könnt ihr auch super diese ganzen Schubladen waschen. Die sind auch super gut zum Aufbewahren der Sachen. Und ich muss sagen, ich persönlich empfinde das als sehr am saubersten. Hier zum Beispiel, also das ist wirklich exzessiv. Das ist auch nichts, was aussortiert wird. Das sind alles meine Baking Oils, meine Gesichtscremes, Primer, wie zum Beispiel von The Ordinary und so hier ein Aqua Serum. Das sind alles so Primers für verschiedenste Möglichkeiten. Dann so Make-up Transformer Drops zum Beispiel habe ich einige Sachen hier. Da habe ich mal von Essence welche gehabt, die waren sogar reduziert. Und mein gerade absolutes Favorite ist der Aqua Feuchtigkeitsgelee Primer von, also eigentlich ist es ja ein Gel. Das hat die Alida neulich gesucht, das ist übrigens, Schatz, das gibt's, das ist ein Gelee, genau. Dann habe ich hier noch von der Nivea-Reihe zum Beispiel diese Glow Primer, richtig, richtig schön. Dann hier von der ganz tollen Marke Akara, könnt ihr mal im Netz schauen, richtig, richtig gut. Ist auch eine ganz tolle Gesichtscreme, eine kleine Glam Glow Maske. Und wie gesagt, das ist eine, also das sind praktisch alles Primer und Prep-Produkte, die ihr braucht fürs Force Make-up. Das sind alles Blushes, die eher der Limited Editions angehören. Also sprich solche Creme-Blushes, sowas hier oder jetzt hier zum Beispiel von der P2 oder solche. Also das sind alles so meine LE-Produkte und Bronzer und sowas, die eher so, ja, die halt in dem Alltag. Hier zum Beispiel sind auch ganz tolle Brush, Dupes für den Kevin O'Quorn Blush. Aber ich muss euch sagen, ich habe jetzt so viel, ich habe einfach Sachen, die ich nicht so oft benutze. Hier zum Beispiel ist auch ein ganz toller Blush, nur den benutze ich eher im Sommer. Der riecht total geil nach Erdbeeren. Und ich habe jetzt halt so ein bisschen sortiert. Ich habe auch noch so einen leeren Container von den Coty Airspun, weil ich ab und zu mal was umfülle, wenn ich rumreise oder so. Dann zum Beispiel noch einfach Blushes, die ich nicht so oft benutze. Eine Konturpalette. Hi Lil! Meine kleine Hexe. Also meine Hexe ist sehr verliebt in mich. Übrigens, der Teppich ist ein Poco-Teppich von der Daniela Katzenberger Kollektion. Das sind meine Highlighter, die ich auch, wie gesagt, Limited Edition zum Beispiel. Ich habe zweimal diesen Catrice Caviar Gouge. Dann habe ich zum Beispiel vom P2 diesen richtig tollen Körperbronzer, wo ich allerdings hier, der war irgendwie golden und dann habe ich es abgekratzt und dann sah der irgendwie so aus. Also das war schon eine echte Mogelpackung. Dann hat hier noch so ein paar, das sind eher so die Highlighter, die ich weniger benutze, aber die auch so eine spezielle Farbe haben, wie zum Beispiel das, wo ich jetzt nicht immer sagen kann, ob ich die jetzt wirklich benötige oder nicht. Ist halt manchmal echt schwierig zu sagen, weil ich halt einfach manchmal, also meine ganzen Highlighter sind eigentlich da drin, die ich so jeden Tag benutze. Dann habe ich natürlich durch das Aussortieren jede Menge Platz gewonnen. Hier habe ich so ein paar, so eine Tasche und so, also so ein bisschen was on the go. Also ich habe so ein Klebeding und hier noch so Tesa und so. Das ist jetzt einfach so zum Arbeiten, ja. Dann da hinten, da kann ich euch eigentlich, Moment, also das ist die Tasche, was ich mal bei einem Haul gezeigt habe. Und zwar habe ich hier oben drinne, habe ich einfach Schnürsenkel, zum Beispiel auch noch ein paar Backups meiner Real Techniques, aber nichts Besonderes, eher so Duftsachen, noch einen zusätzlichen Fokusständer. Da hinten habe ich komplett meine älteren Make-up Revolution Paletten, Leute, und ich habe wirklich alle. Also ich habe wirklich einen Arsch voll Revolution Paletten, da unten geht es ja noch weiter. Ich guck mal, dass ich euch das komplett zeigen kann. So, schaut mal. Also das sind so meine kompletten Make-up Revolution Paletten. Die benutze ich gerade relativ wenig, deswegen sind die auch hinter meiner Softbox praktisch in der Schublade, weil ich will ehrlich gesagt, ich muss da nochmal durchgehen. Paletten sind teilweise halt für sehr günstige Make-up-Tutorials, zum Beispiel wollte ich die behalten. Das sind komplett meine, also sind ein paar Rival de Luxe Paletten dabei und meine ganzen großen BH Cosmetics Paletten. Leute, ich habe sie alle. Ich habe auch diese Konturpaletten von früher. Ich habe hier noch ein Backup der
übelst, übelst geilen Konturpalette von BH Cosmetics. Mega, mega gut. Ich habe hier noch zwei Wet n Wild Paletten drin. Und das ist praktisch, die sind halt mir alle für den Alltag. Zum Beispiel benötige ich die nicht. Aber gerade für meine Tutorials zum Beispiel nehme ich natürlich auch mal so eine etwas günstigere Palette. Oder einfach mal, um euch mal zu zeigen, was für Paletten ich habe. Ich habe wirklich einen Arsch voll von BH Cosmetics. Also BH Cosmetics, da gibt es fast keine Palette, die ich nicht besitze. Da hinten zum Beispiel sind auch noch ein paar kleinere Paletten, aber die sind eher so die, die wahrscheinlich bald ins Deklattern gehen. Das sind alle meine Masken. Schatzeleins, Leute, die wirklich geiles Make-up jeden Tag machen und viel sich schminken, die brauchen so eine Draw. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sein Gesicht besser kurz mal zu pflegen, wie mal eben mit diesen Masken. Ich finde die so geil. Dann habe ich hier unten drunter, hier geht es ein bisschen enger zu. das ist eine komplette Schublade, Leute. Gummis, praktisch hier noch so ein Brushset, was übrigens mal an die Verlosung geht. Also denkt bitte dran, die 700 Abonnenten-Verlosung wird demnächst anlaufen. Ich brauche nur noch ein paar Sachen. Das sind alles Handcremes, Leute, weil ich benutze als Pflegerin natürlich wahnsinnig viele Handcremes. Hier habe ich zum Beispiel meine ganze Labellos und so. Also das ist alles sortiert in diesen Drawer-Sammlern, ja. Dann Kabelsalat natürlich des Todes, weil ihr, wenn ihr halt viele Geräte hier rumstehen habt, ist das ganz normal. So, ich mache mal hier vor. Hier zum Beispiel habe ich meine Öle, da hinten sind Body Scrubs und Butters. Ich wollte ehrlich gesagt das Regal nicht weiter nach hinten schieben, weil mir reicht es eigentlich so. Da hinten sind auch Pflaster und noch eine Body Lotion, hier mein Gesichtscleanser. Und da sind alles so von Wish früher, so Lippenprodukte, die ich aber fast nicht benutzen habe. Also das ist halt ein bisschen Waste of Money. Da sind zum Beispiel noch Binden und so Zeug drin. Also eher nicht so besonders. Bisschen Handcreme, Überreste noch. Und in der letzten Schublade haben wir komplett The Body Shop Sachen. Ich liebe The Body Shop und ich liebe die ganzen Parfums. Da hinten sind meine ganzen Parfums. Ich kann den natürlich noch viel weiter ausziehen. Das Problem ist halt, ich habe jetzt gerade einfach gerade mein Ständerchen dort drin stehen. Dann habe ich da hinten halt noch Body Duschgele und so. Also das ist, wie gesagt, bei mir etwas massiver wie bei anderen, weil ich einfach sehr viel Wert auf mein Äußeres lege und wie gesagt, das auch sehr gut finde. Ich mache es euch mal ein bisschen heller. Das Teil komplett, Leute, das findet ihr bei Amazon und das ist richtig geil. Die beiden habe ich zum Beispiel bei Pennymarkt gefunden. Die sind richtig geil, die haben nicht mal 5 Euro gekostet. Hier zum Beispiel habe ich jetzt gerade meinen Schlüssel liegen, ein paar Dings, mein Alltagstasche, die ich mir für meine Nachtschichten packe. Hier zum Beispiel habe ich noch Puder drin, teilweise Limited Puders oder die Sachen, die ich jetzt nicht immer so in meine Vanity reinpacke. Dann habe ich hier zum Beispiel Schmuck, ein paar Kylie Blush Dupes, eine Autozeitung von einem Auto, was ich echt gerne haben möchte, wo ich mir sehr überlege. Das ist nämlich der Toyota CHR. Und zwar der Hybrid, weil in Stuttgart es einfach demnächst dieses Dieselverbot bestimmt bald geben wird. Und dann überlegen wir uns natürlich, was wir machen sollen. Hier sind ein paar Pinselhöhlen, Brillenputztücher, die ich brauche, um die Filmlinse sauber zu machen. Und so eine Evelyn Brush, die ist aber richtig gut. So ein paar Bodyshop-Produkte. Hier sind komplett Body Tonics und Waters fürs Gesicht. Hier sind alles Single-Lidschatten, die richtig, richtig, richtig gut sind. Und Leute, die sind teilweise so alt und ich habe die alle aussortiert, Leute. Und ich kann euch sagen, das ist der Hammer, sage ich euch. Also da sind wirklich tolle Sachen dabei, gerade Essence hatte so tolle. Das sind alles Backup-Schubladen. Und zwar habe ich sehr, also meinen Butter Bronzer hier von meinem Creme-Gel, hier noch Tagescremes, mein Diadema-Karottenöl. Das sind halt viele, ich habe zum Beispiel ganz arg viele Gesichtspflege, die ich in meiner Nähe einfach habe, damit ich, wenn ich halt gerade am Schminken bin, mich entscheiden kann für ein Öl oder so. Das habe ich jetzt umsortiert, das fand ich eigentlich ganz cool. Hier sind alles meine Colourpop Super Shock Eyeshadows und zwar in den Farben eher vom Bronze. Diese beiden, denke ich, werde ich jetzt einen Stock tiefer packen. Das sind so die Neutrals, sage ich mal, wo ich eher so ins bräunlich glamouröse. Und hier oben sind, hier sind halt absolut die Farben, die absolut reinknallen. Also es sind richtig schöne Farben. Diese beiden sind die Farben, die ich echt mit am meisten liebe des Todes. Also gerade die Farbe, ich zeige es euch mal, die ist einfach so toll.
Supershock Eyeshadows sind für mich also wirklich ein ganz großes Problem, weil ich die absolut sammel und ich finde die einfach so gut. Sind auch sehr lange haltbar. Ich habe diese jetzt alle erst ein paar Monate. Und das sind alles diese neuere Kollektion, die sehr, sehr bold war. Ich guck mal, ob ich sie euch nahe zeigen kann. Also irre Farben, Leute. Also wenn ihr irgendwelche Eyeshadows sucht, kauft euch die von Colourpop. Die nächste Schublade sind die, ich habe ja meine Pinsel aussortiert und da habe ich alle sauber gemacht und die sind blitzeblank aussortiert. Und das sind so eher diese Brushes, die ich jetzt hier liegen lasse, weil ich mir einfach nicht sicher bin, soll ich sie behalten oder nicht. Aber die trocknen, also das ist so eine Schublade, die bleibt, wenn sie, also wenn ich halt meine Pinsel wasche, lasse ich die Schublade einfach offen, somit bleibt, tropft es am Zewa aus und ist richtig gut. Hier. Das ist eine absolute Backup-Schublade für Limited Editions. Ich meine, man soll es ja eigentlich nicht so. Ich habe zum Beispiel ganz tolle Brushes, die Real Technique Sponge und ganz arg viele neue Blender. Ich habe sogar noch Leute. Von der Purple Paradise zum Beispiel habe ich auch einen ganz tollen Puderpinsel noch. Dann habe ich zum Beispiel hier, zum Beispiel sind auch reduzierte Pinsel zum Beispiel, die ich damals einfach gefunden habe. Dann natürlich von dieser super geilen holographischen I Make You Glow. Und dann habe ich zum Beispiel den, ich finde den so gut, Leute, den Essence Glow, wenn ihr den noch findet. Von meiner The Ordinary habe ich mir auch Backups gekauft. Und da drunter sind Concealer Backups von Makeup Revolution und Colourpop, weil wenn die ausgehen, kriege ich die Krise. Also das ist wirklich furchtbar. Wenn ihr auch, ist auch ein kleiner Tipp, wenn ihr ein bisschen weiters weg bestellt, dann guckt einfach, dass ihr euch mal hier oder da noch ein Backup sichert, weil das ist sonst furchtbar. Hier habe ich ein paar Räucherstäbchen und so ein paar Tütchen, auch gerade für mein Ständerchen. Ich liebe Räucherstäbchen, ich mag die sehr. Und hier unten ist so ein kleines, ja, so ein Arsenal an Sponges. Ich habe hier so einen riesen Real Technique Body Sponge und da unten sind noch ein Haufen anderer Zeug, Leute. Also ich habe halt wirklich für jede Gesichtsform einen neuen, weil wenn ich zum Beispiel eine Freundin zum Schminken da habe, benutze ich nie meine eigenen, sondern immer diese Ersatz. Hier in meinem Schränkchen, was direkt daneben steht, sind zum Beispiel so meine Tagesprodukte, sowas wie das, das Setting Spray, meine Bar Mario Badescu, meine Body Lotions, Haarprodukte und so. Und da unten, da sammle ich immer meine, das sind übrigens meine Katzen, die das immer kaputt machen. Da sammle ich zum Beispiel für meine Giveaways. Das ist das Chinchilla-Futter. Das ist mein Lockengerät und das ist der Mülleimer. Dann kommen wir mal zu dieser Seite. Das ist so, finde ich, mein schönstes Eck. Das gefällt mir auch am besten. Sind auch sehr viele Erinnerungen dabei. Also, das ist vom Primark. Das hat mir meine beste Freundin zu Ostern geschenkt. Das habe ich mal bei einem Greifer. Die war so hübsch. Das ist von Kung Fu Panda 3. Ich glaube, die heißt Mai Mai. Dann zum Beispiel meine, ich habe das tatsächlich, Leute, alles beim Greifer. Ich bin eine Meisterin im Greiferspielen. Das ist so geil. Darunter ist das Osternest von diesem Jahr. Ich habe auch zum Beispiel mal ganz lustiges Papier. Und zwar, das ist einfach eine Malmkommode, die direkt hinter meiner Vanity steht. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Die erste Schublade ist komplett Foundations. Foundations sind absolut meine Leidenschaft, Leute. Also ich habe hier, diese Foundations sind die, die was in Benutzung sind und diese hier vorne. Und da hinten sind nur Backups. Das bedeutet, das sind einfach Produkte, die ihr halt einfach gekauft habt, um die praktisch, wenn es mal irgendwie, sage ich mal, nur hart auf hart kommt, dass ihr halt welche habt. Zum Beispiel super Backups habe ich immer von der 128 von der Fit Me Foundation. Pro Matte, absolut geil. Ich benutze die gerade in Soft Honey und in Medium Beige. Dann hier meine BB Cream zum Beispiel, die Fit Me Foundation, die Fresh and Fit von Essence. Meine Foundation Sticks und so weiter. Hier zum Beispiel habe ich mein selbstgemachtes Lip Scrub. Und wenn ihr darüber mal ein Video haben wollt, Leute, sagt mir gerne, gerne Bescheid. Dann drehe ich euch gerne ab, wie man das selbst herstellt, weil ich glaube, das würde die ein oder anderen interessieren. Und sehr wichtig, ich habe hier gerade so eine kleine Tasche von The Glow damals noch. Ich habe da hinten, das sind tatsächlich die Wischtücher bzw. die Babytücher vom Lidl, die gibt es manchmal in einer Riesenpackung und die sind super günstig, Leute. Das ist der Bartschneider meines Vaters, das ist auch noch hier. Dann habe ich hier so Duft-Dupes von Equivalenza, sehr, sehr empfehlenswert, richtig geil. Ein Pinselreiniger, dann wie gesagt meinen Verlobungsring und so, das habe ich alles hier drin. Beziehungsweise ich lasse das halt nicht in der Gegend rumliegen, weil sonst kriege ich echt die Krise.
Also, das ist mein Verlobungsring. Das ist ein ganz, ganz toller Ring von Pandora. Leute, ein Ring muss nicht viel Geld kosten, aber er bedeutet mir die Welt. Dann, wie gesagt, einige Backups der Softreinigungstücher mit dem Kamel drauf und das RCMA-Puder. Das habe ich jetzt einfach nicht so oft in meinem Schrank, weil es steht immer so blöd. Das ist die Schublade 1. Dann, excuse me, das sind praktisch alles meine Lippenstifte. Lippenstifte, die ich praktisch nach Farben sortiert habe, wirklich nach Nudes, Pinks, Reds, Liquid Lipsticks, kleine, das sind halt praktisch diese Minis aus diesem Kalenderchen, die sind richtig toll. Dann Lippenstift, Stiftchen. Da hinten ist die Lilly schon wieder am jemanden ärgern. Lilly? Hallo? Meine Katzen lieben das, die kleinen Chinchillas zu beobachten. Ich weiß gar nicht, sind voll die Stalker. Dann hier habe ich eine komplette Schublade. Ich habe so tolle Sachen zugesendet bekommen, und zwar von Dresdner Essenz. Und dann habe ich noch hier von Parfum Inspired, von Avo habe ich tolle Sachen, Freiöl. Und ich habe so viele Sachen bekommen, aber ich habe Leute, boah, ich komme gar nicht dazu. Ich habe teilweise Gesichtscreme, Dr. Severin zum Beispiel. Da wollte ich mir unbedingt mal das Body Sugaring machen. Leute, ich komme da gar nicht zu. Das ist so anstrengend. Ich muss Gesichtscreme zum Beispiel teste ich natürlich über ein paar Wochen und dann tausche ich erst. Auf jeden Fall ist das so die Schublade Nummer 3, wo ich praktisch so meine PR-Sachen, die ich halt erfrage oder bekommen habe. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Firmen, weil ich das so toll finde. Und ich teste so schnell es geht, aber ich bin echt hinten dran. Hier unten sind eher so meine Haarsachen. Und zwar habe ich jetzt hier praktisch noch so, ich drehe euch mal das Licht auf, weil das Licht geht gerade etwas aus, weil mein Akku so schwach ist. So, wieder da. So, und ich habe auf jeden Fall da so ein paar Papillotten, die habe ich mal gekauft beim Rossmann. Die sind zwar übrigens richtig gut. Einfach so, wo ihr dann praktisch die da am Ende einhaken könnt. Dann packe ich noch so einige Tools, Handschuhe, dann noch so ein paar Täschle und so. Also, wie gesagt, das ist alles. Ich zeige euch nochmal gerne alles zusammen. Ich habe wirklich eine recht große Sammlung, also eine überdurchschnittlich große. Aber Leute, schaut mal, also ihr könnt halt sehen, dass meine Filming Area echt nicht so groß ist. Es ist bei mir akkurat sauber, also es ist wirklich, hat alles seinen Platz. Da oben habt ihr zum Beispiel komplett nur, da oben sind Make-up-Täschchen. Und ich habe mich halt entschieden, die Möbel übereinander zu stapeln. Da ist mir übrigens die Folie da ausgegangen. Die muss ich jetzt mal wenden. Bei Aldi und Lidl gab es diese Folien. Und ich habe damals von meiner Schwiegermutter diese bräunliche Kommode bekommen, wollte aber alles gleich machen. Ich habe zum Beispiel auch diesen IKEA-Tisch zum Beispiel so beklebt. Meine ganzen Paletten oder so, wenn ihr da mal Interesse habt, zeige ich euch die aktualisierte Kollektion sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, das wäre meine Kollektion, beziehungsweise mal so einen ganz groben Überblick darüber. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Es ist sehr schwierig zu drehen, muss ich sagen, weil ich habe praktisch immer nur eine Hand frei. Wenn ihr mal sehen wollt, zum Beispiel einzelne Sachen wie Bronzer, Highlighter und so, lasst es mich gerne wissen und gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Süßen, und wir sehen uns auf jeden Fall bald.